ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Unsere erste Schnäppchenjagd beginnt genau jetzt. Das ist die 15-15-Show. Die haben es am Gong erkannt. Es geht los. Das erste Produkt steht hier schon, macht riesen Spaß. Sie dürfen alles bis zu 5-mal bestellen. Und alles kostet nur 15 Euro die nächste halbe Stunde. Dann gehen die Preise nach 2 Stunden wieder auf ihren Originallevel zurück. Aber es ist schon ein riesen Spaß, was du hier rausgesucht hast, Rebecca. Und wir legen sofort los. Es schlägt das erste Mal 15. Ich habe hier heute alle ganz buschig gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte mit Seifenblasen in die Sendung starten. Ich finde das so feierlich schön passend zum Start der 15-15-Show. Wirklich. Und genau so ist das wirklich ein Fest mit Seifenblasen, die hier en masse rauskommen. Also es sind wirklich hunderte Seifenblasen in der Minute. Und die sind auch noch so gut. Das sind so gute Seifenblasen. Guck mal, wie weit die hier fliegen. Und die gehen einfach nicht kaputt. Und guck mal, wie schön bunt die schimmern. Ich liebe diese Maschine. Das ist so genial. Guck dir diese Masse an Seifenblasen an. Seifenblasen gehen immer. Für Kinder, für Große. Es ist einfach ein Hit. Da kann man stundenlang zugucken. Ja. Wie aus Magie werden die hier aus diesem kleinen... Das sieht aus wie ein Flugzeug fast schon. Ne? Ja, das Design ist natürlich cool. Für Kinder natürlich ein super tolles Design, aber auch gerade für Hochzeiten beispielsweise oder andere Feste ist das genauso schön. Aber ich glaube, das Design ist schon so angelehnt auch an die Bedürfnisse und Wünsche von Kindern, die dann genauso wie Moni hier rumspielen werden und versuchen werden, die Seifenblasen zu fangen. Es sind aber zu viele. Guck mal, die ganze Bühne ist voll. Ich finde das so toll. Ich will die auffangen, aber sie gehen immer kaputt. Das haben Seifenblasen so an sich, da füllen sie ganz einfach Seifenblasenflüssigkeit rein. Ja. Die kann man ja auch ganz einfach selber machen. Steht sogar in der Anleitung drin, wie das optimale Mischverhältnis ist, damit auch die Flüssigkeit wirklich gelungen ist, damit wir solche festen Seifenblasen auch bekommen können. Also können Sie es ganz einfach selber machen. Gibt es aber auch bei uns im Sortiment zum Kaufen so eine Seifenflüssigkeit, wenn Sie sagen, das möchte ich gerne direkt so einfüllen können. Ist batteriebetrieben und dann kannst du hier wunderbar eine ganze Feier mit Seifenblasen bestücken, ohne dass man irgendwie rumtanzen muss oder die ganze pusten. Zeit pustet. Ja. Ich meine, hat auch seinen Reiz, ist auch schön, ne? Seifenblasen pusten, aber so eine Seifenblasemaschine mit Turbo hier, das ist unglaublich, also das finde ich so schön. Ist ja unglaublich, wie viele Seifenblasen da rauskommen. Das Ganze hier ist ein riesen Spaß, wenn Sie da mehrere von aufstellen, haben Sie einen ganzen Seifenblasenraum und das ist einfach klasse für Kinder und Erwachsene. Sie haben Moni gesehen, ich versuche die auch mal, ich fange hier gar nichts. Das muss man automatisch machen, ne? Das muss man automatisch, da kann man die auch so hoch, guck mal, ich blase die hier mit meiner Karte so. Ja, die sind so ja hoch. So gut für und so, Fotos. Das wäre ein schönes Foto. Wahnsinn. Jetzt. Oh ja, können wir mal kurz Klick machen? Das macht richtig Spaß, ne? Ich liebe es auch. Das ist so ein Spaß. Aus unserer Premium-Serie, das heißt am besten bewertet, am meisten verkauft hier unsere Seifenblasenmaschine im lustigen Flieger-Look. Können Sie gerne bis zu 5-mal bestellen für nur 15 Euro. Nicht für 26, wie schon unser günstiger Pearl.de-Preis ist. Mit der NC8834 und der 569. Schau mal, da draußen auf der Wiese. Ach, das ist doch herrlich. Guck mal, wir haben immer noch Seifenblasen hier auf der Bühne. Da vor dir, ganz viele noch. Das ist ja Wahnsinn. Die sollten Sie sich auf alle Fälle holen. Also wenn Sie mal Kinderbesuch bekommen oder auch selber mal für lustige Atmosphäre sorgen wollen, ist das perfekt. Das war aber erst der erste Artikel in dieser tollen Sendung hier. Als nächstes kommt was für Ihr Badezimmer, was Sie mit Sicherheit auch gut brauchen können. Es schlägt wieder 15. Dann hätte ich jetzt die Seifenblasenmaschine auch bei dir hingestellt, Moni, und die ganze Sendung mit Seifenblasen unterstützt. Das ist ja ein unendlicher Spaß. Aber auch die folgenden Produkte machen Spaß, weil sie so günstig sind. Und hier bekommen Sie für nur 15 Euro einen Kosmetikspiegel mit
fünffacher Vergrößerung. Das ist optimal für mich. Ich brauche so einen Spiegel und vor allem auch mit fünffacher Vergrößerung. Und wollte ich mir jetzt auch die Tage nochmal besorgen bei uns aus dem Programm, weil es einfach so gut und wichtig ist, auch mal von nahem zu sehen, was denn so im Gesicht passiert, gerade beim Schminken oder bei anderen kosmetischen Eingriffen, Augenbrauen zupfen beispielsweise oder rasieren. Ist auch immer gut, wenn man mal ein gutes Blickfeld hat. Und hier, schau mal, du hast hier nicht nur die Vergrößerung, sondern auch einen leuchtenden LED-Rand, eine Rundumbeleuchtung, sodass du auch ideal ausgeleuchtet bist. Und das ist so herrlich, weil du musst nirgendwo was anbohren oder so, sondern du hast einen Saugnapf, eine Saugnapfhalterung. Mhm. Und das kannst du dann also am normalen Spiegel ideal dran machen, ob im Badezimmer oder vielleicht auch mal am Spiegelschrank im Schlafzimmer beispielsweise, sind ja damit flexibel, können das ideal ausrichten, so wie sie es brauchen, weil wir hier ein Kugelgelenk haben, können die LED-Beleuchtung auch wieder ausschalten, können das aber auch hinstellen, ist genauso möglich. Ja, ich habe auch so ein Kosmetikspiegel bei mir. Ich benutze das tatsächlich, um meine Nasenhaare zu machen oder wenn man mal ganz exakt an den Koteletten irgendwas rasieren will. Also wirklich für jeden geeignet hier. Und durch den Saugnapf kann man es ja wirklich überall anbringen. Das Licht, kommt das über Batterien oder Akku? Das kommt über Akku. Also kannst du ganz einfach mit dem Kabel, was mitgeliefert ist, anschließen. Finde ich wirklich super, weil bei mir ist auch direkt rechts und links neben meinem Badezimmerspiegel auch nochmal ein Steckplatz. Ne? Dann kannst du es ganz unkompliziert wieder aufladen und musst nicht das Ganze, den ganzen Spiegel abnehmen. Wenn du ihn einmal mit dem Saugnapf angebracht hast, kann der da auch bleiben. Moni, du bist sehr hübsch. Dankeschön. Auch mit fünffacher Vergrößerung. Spieglein, Spieglein an der Wand, sage ich nur. Ich gucke super gerne in so einen tollen beleuchteten Spiegel, weil damit entgeht einem einfach nichts mehr. Und ich finde das super praktisch, gerade auch mal zum Augenbrauenzupfen oder zum Schminken. Es erinnert mich immer an so etwas schickere Hotels. Die haben das ja auch meistens schon integriert im Badezimmer. So kann man es ganz einfach nachrüsten. Ja, und ich könnte jetzt ja auch noch ein paar Stündchen reingucken. Ja, irgendwas ich findet man dann doch wieder, ne, wo man dran rumzuppeln kann oder rumdrücken kann. Ja, es ist halt eine Vergrößerung und die ist ideal ausgeleuchtet durch dieses Ringlicht, was wir da drin haben. Ne? Also keine Schatten, da sieht man alles und kann sich dann eben hier entsprechend pflegen. Wir schauen mal bei Pearl.de, das ist nämlich enorm, was Sie da heute sparen. Wir liegen bei Pearl.de bei 33 Euro. Sie sparen 18 Euro jetzt bei uns in der 15:15-Sendung. Mit der NX5553 und der 569 können Sie den bestellen. Wenn Sie etwas sehen, was Ihnen gefällt, am besten immer sofort anrufen, unsere gebührenfreie Nummer, und wir sammeln all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag und Sie zahlen nur einmal Versandkosten hier. Die Preise gelten ja 2 Stunden oder bis das Kontingent alle ist, und gerade sowas wie die Seifenblasenmaschine und der Kosmetikspiegel kann ich mir vorstellen, dass das auch schneller geht. Also schnell sein, lassen sich nichts vor der Nase wegschnappen. Aber es geht auch schon weiter, es schlägt wieder 15. Highlights in einer Sendung. Das ist einfach Hast super. Du gut ausgesucht. Ja, ich liebe ja immer die Abwechslung, die man hier auch reinbringen kann. Ne? Dass du praktische Sachen hast, aber auch Sachen, die Spaß machen. Oh, und das wäre jetzt mal so eine praktische Sache, wo sie einfach Geld sparen können und sich freuen können, wenn sie das für nur 15 Euro direkt in den Garten bestellen können oder in die Werkstatt. Das ist eine 6-fach-Outdoor-Steckdosenleiste, also für draußen gemacht. Witterungsbeständig, spritzwassergeschützt, wie Sie hier dann auch noch sehen können an diesen Klappen. Ne? Und dann haben Sie hier wunderbar in 45 Grad Anordnung die Steckplätze, für was auch immer Sie zu Hause draußen hier einstecken wollen. Zum Beispiel mal Beleuchtung oder ein Elektrogrill oder was man da nicht alles hat. Mhm. Ist auch deswegen mit diesen Klappen super praktisch mal für die Werkstatt, wenn du da viel sägst beispielsweise. Und überall hast du diesen Staub, dann sind die Steckdosenplätze hier auch davor wunderbar geschützt. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Gerade wenn du so einen Bereich hast, wo sich das dann sammelt, da hast du die Möglichkeit, das nicht nur auf den Boden zu legen, sondern auch hier schön anzuhängen, beispielsweise direkt an der Wand, vielleicht auch direkt in Griff.
Höhe. Also eine super Sache. Diejenigen unter Ihnen, die jetzt schon das ein oder andere Gerät draußen betrieben haben, werden ganz genau wissen, dass sie genau das jetzt brauchen und sich freuen, dass sie es für 15 Euro kriegen. Ja, gehen Sie bitte nicht mit normalen Steckdosenleisten nach draußen. Das ist gefährlich. Die hier ist für draußen gemacht und ich finde es auch toll, so für die Werkstatt, wie du gesagt hast. Ne? Wir kennen das alle. Wenn so eine Steckdosenleiste mal im Staub war, dann kriegt man die Stecker nicht mehr richtig rein. Genau. Dann kann man nur noch 3 von den 4 Steckdosenplätzen benutzen und so weiter. Das ist wirklich super geschützt und genau für diese Extrembedingungen auch gemacht. Die Bestellnummer für die Steckdosenleiste für Outdoor und Werkstatt ist die ZX3315 und die 569. Ich freue mich, dass du auch ein Werkzeuggerät oder ein Outdoor-Gerät hier mit reingebracht hast. Ja, das sind jetzt vielleicht nicht die ersten Produkte, an die man so denkt, wenn man die 1515-Show gestaltet. Aber das sind immer die Produkte, die braucht man einfach. Ja, ne? Ganz genau, die braucht man. Und das ist ein super Preis. Ich meine, für 15 Euro kriegst du kaum so eine 6-fach-Steckdosenleiste. Hier eine sehr robuste Outdoor-Steckdosenleiste. Nochmal, bitte fangen Sie nicht an mit normalen Steckdosenleisten draußen zu hantieren. Das ist gefährlich. Wenn da Wasser reinkommt, kannst du Kurzschlüssen kommen und so weiter und so weiter. Das ist einfach perfekt und wir haben dann Strom draußen. Ja, was soll ich sagen? Wir reden mal über das Wetter. Es ist im Moment ganz schön drüber zu sprechen, aber es gibt auch andere Tage. Es schlägt wieder 15. Temperaturen schwanken auch immer so in diesen Tagen. Ne? Also deswegen super, dass wir das im Blick behalten können mit diesem Funk-Radio-Wecker im Preisalarm. Haben Sie gesehen? Also ganz besonders reduziert worden für Sie in dieser Sendung. Deshalb auch nur mit begrenztem Kontingent hier in der Sendung. Einmal dürfen Sie hier pro Besteller zugreifen. Ein Radiowecker, was ja schon mal klasse ist, in einem super schicken, tollen Format hier, so ein bisschen angewinkelt. Und ich sehe jetzt hier nicht nur die Uhrzeit, sondern kann auch direkt hier ablesen, wie ich mich optimalerweise anziehen sollte, wie dick oder dünn es sein darf. Hier sehe ich nämlich auch noch die Temperatur und sogar ein Hygrometer haben wir mit integriert. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit kann ich hieran auch noch ablesen. Ist ein wunderbarer Wecker fürs Schlafzimmer. Sie können sich entscheiden, ob Sie einen Piepton haben wollen oder mit dem Radio geweckt werden wollen. 2 verschiedene Wecker können Sie parallel einstellen. Das finde ich ja immer so super, wenn man zu zweit im Schlafzimmer sich einen Radiowecker teilen möchte, dann funktioniert das mit diesem Gerät. Das können Sie an einem Netzteil betreiben, dann können Sie das Licht auch so einstellen, dass es dauerbeleuchtet ist, dann sehen Sie es auch mal im Vorbeigehen. Wir haben aber auch die Option, es mit Batterien zu betreiben, Doppel-A-Batterien, 2 Stück, und dann kannst du es auch mal mit in den Urlaub beispielsweise nehmen. Das finde ich super, dass wir so flexibel mit unseren Produkten hier auch sind, ne? Ja, und vor allem, was mir noch aufgefallen ist, sind 2 USB-Steckplätze vorne. Oh ja, genau, richtig, dass du es sagst. Das ist ja so ein Klassiker, dass wir am Nachtschränkchen in der Nacht dann unser Smartphone beispielsweise oder vielleicht mal die Smartwatch aufladen. Geht hier auch super elegant und ja, auch das nochmal eine schöne Möglichkeit, weil ich habe ja den einen Steckplatz, wenn ich das mit dem Netzteil dauerhaft betreibe, habe ich ja meistens schon den einen einzigen Steckplatz dann belegt. Ja. Aber ich muss nicht darauf verzichten, parallel noch die mobilen Geräte aufladen zu können. Stimmt, das ist auch noch so eine super Funktion. Also ein richtiges Rundum-Paket, was Sie hier bekommen. Ich finde es so toll, auch dass wir so große Zahlen drauf haben. Ganz ehrlich, ich bin Brillenträger und habe da beim Handy schon manchmal so, muss ich meine Brille erst aufsetzen, bis ich das entsperrt habe dann und dann die Uhrzeit sehe. Machen ja leider die meisten von uns, dass wir das Handy so als Uhrzeit nachts neben dem Zimmer, neben dem Bett liegen haben. Hier kann ich das ganz einfach ablesen. Große Zahlen und dann auch mal die Brille auf dem Nachttisch lassen. Temperaturanzeige finde ich klasse und diese 2 Weckzeiten. Ja. Auch wenn Sie alleine sind, haben Sie vielleicht am Wochenende andere Aufstehzeiten als in der Woche, kann man hier ganz komfortabel einstellen. Und so ein Radiowecker, ich wache gerne auf mit Radio. Ja, dann fängst du gleich schon beschwingt an, den Tag zu starten. Ne? Weißt du, was ich mache? Was machst du? Ich stelle mir immer eine Radiostation ein, die ich nicht mag. Oh, damit du aufstehen musst, um den Sender zu wechseln. Ja, ganz genau.
Das hilft mir unglaublich beim Aufstehen, wenn ich dann irgendwas höre, was mich nicht interessiert. Wir schauen mal bei Pearl.de, 34 Euro da. Da haben wir also auch wieder mehr als die Hälfte runtergenommen. 19 Euro im Vergleich zu Pearl.de. Sparen Sie bei unserem Preisalarm. Bitte nur einmal pro Besteller bestellen für die nächsten 2 Stunden oder bis das Kontingent alle ist. Die Bestellnummer ist die NX8479 und die 569. Super auch, dass es gleich einen USB-Steckplatz hat, dass man seine Mobilgeräte hier über Nacht laden kann, ohne eine weitere Steckdose zu benutzen. Klasse hier unser Funk- und Radiowecker mit 2 Weckzeiten. Wir machen weiter. Es ist Sommer. Natürlich fahren viele Leute von uns im Urlaub bald. Und da hilft der nächste Artikel ganz bestimmt. Es schlägt wieder 15. Das sollten Sie definitiv dabei haben, ein Bügeleisen. Natürlich können wir jetzt aber nicht, Dankeschön, Moni, das Bügeleisen von zu Hause mitnehmen. Das ist viel zu groß, viel zu schwer. Und vor allen Dingen ist nicht immer garantiert, dass ich es betreiben kann, je nachdem, wo ich dann hinfliege. Vielleicht ist da die Netzspannung eine andere. Deswegen sind wir hier mit diesem Reisedampfbügeleisen wunderbar ausgestattet. Wenn wir uns das genau anschauen, haben wir zum einen hier die Einstellmöglichkeit der Netzspannung. Wir sehen hier 110 Volt und 230 Volt kann ich hier einfach mit einem Schieberegler ansteuern bzw. anwählen. Und dann, und das finde ich so super, können Sie hiermit nicht nur klassisch trocken bügeln, sondern auch in der vertikalen Dampf bügeln. Also jetzt einfach so mit dem, weißt du, mit diesem, mit diesem Wasserdampf halt, die Klamotten hängend bügeln. Das finde ich so einfach und so schön. Ich bügel ja auch zu Hause lieber mit Dampf, weil das meiner Meinung nach viel besser und viel schneller geht. Aber hier haben Sie beide Optionen. Also das ist wirklich super, mit so einem kleinen Bügeleisen so viele Möglichkeiten zu haben. Hier siehst du, du hast dieses Einführding, diesen Einführbehälter mit dem Wasser hast du auch noch mit dabei. Und dann ist das Trockenbügeln ja auch viel, viel leichter, wenn du zwischendurch mal so einen Dampfstoß machen kannst. Also total super, dass man damit so flexibel ist, egal wo es hingeht. Ja, Sie kennen das ja. Man packt seine Sachen aus dem, man hat seine besten Sachen dabei im Urlaub, packt die aus dem Koffer aus und dann ist da schon die ersten Falten drin. Wenn Sie es dann einen Tag getragen haben, Ihr Lieblings-T-Shirt oder so Leinenhemden sind ja auch ganz modern, die braucht man nur anzugucken, dann sind sie zerknittert. Hier also wirklich perfekt, um die Sachen selber mal schnell wieder in Schwung zu bringen. Manche Hotels haben ja Bügeleisen, die man sich leihen kann, aber man ist ja nie der Einzige, der dann bügeln will. Ja. Muss man vielleicht warten und dann, wenn ich weiß immer nicht, wie die anderen Leute ihre Sachen gebügelt haben. Ganz, ganz tolles Reiseutensil hier. Oh ja. Super klein. Und das dürfen Sie auch wieder bis zu 5-mal bestellen. Die Bestellnummer ist die NX1378 und die 569 für dieses fantastische Reisedampfbügeleisen. Ein Dampfbügeleisen alleine schon für 15 Euro wäre der Hammer. Hier noch in dieser fantastischen Größe, dass man da wirklich auch das mal im Koffer mit reintun kann. Es wiegt nicht viel, nimmt nicht viel Platz weg. Das ist gekauft. Ich fahre im September in Urlaub und da ist sowas natürlich Pflicht im Koffer mit drin zu haben. So, wir machen weiter. Es schlägt wieder 15. Für die Küche und für unterwegs habe ich was Geniales für Sie mitgebracht. So, Moni, du darfst gleich auch noch 2 dieser Lebensmittelaufbewahrungsbehälter abgeben. Also es ist so super, weil du sagst es, die sind super flach. Jetzt werden sie sich sagen, ja gut, was für Lebensmittel soll ich denn da bitte mitnehmen? Scheibe Käsepasta rein. Viel zu flach, ja genau, vielleicht 3 Scheiben Salami hier in diesem kleinen Behälter. Aber das macht es natürlich ideal zum Verstauen in der Küche. Und wenn Sie dann was zum Mitnehmen haben, dann machen Sie das folgendermaßen. Sie klappen das ganz einfach auf.
auf. So, und süß. Dann habe ich hier meine Feschbar-Box mit Deckel. Cool. Das ist so super. Ein Vierer-Set haben sie hier. Vier unterschiedliche Größen von diesen Aufbewahrungsbehältern, die super platzsparend sind zu Hause, die super leicht sind für unterwegs. Und wenn Sie unterwegs dann beim Mittagessen alles aufgefäschbart haben und dann das wieder nach Hause transportieren wollen, können Sie es ja auch wieder ganz einfach zusammenklappen und platzsparend mitnehmen. Also das ist wirklich mal mitgedacht. Ich liebe es. Vor allem haben wir hier eine super Qualität, was die Materialbeschaffenheit angeht. Wir haben hier eine Hitzebeständigkeit bis 230 Grad. Das heißt, wow. Ihr Essen in der Mikrowelle aufwärmen können Sie mit diesen Aufbewahrungsbehältern. Und Sie können auch Ihre Speisen einfrieren damit. Und das ist für mich das 9+Ultra, Spülmaschinen geeignet, oh ja, sind die auch noch. Also, bleibt da noch irgendein Wunsch offen, Moni? Nee, das ist perfekt. Also, finde ich richtig super. Habe ich noch nirgendwo gesehen, aber das ist clever, weil wenn man es nicht braucht oder aufgegessen hat, kann man es einfach ausspülen. Ja. Und klein wieder zusammenzupacken, das hätte ich mir früher auch in der Schule oder in der Ausbildung so gewünscht, weil meine Tasche war dann trotzdem immer voll mit den ganzen Brotdosen. Ja, aber hier ist es ja wirklich super verschiedene Größen und das alles für 15 Euro. Also ich bin sehr begeistert davon. Also da denke ich auch, da können Sie gut mal zwei Sets mit nach Hause bestellen. Wie gesagt, ein Set beinhaltet vier verschiedene Größen und dann sind Sie hier super ausgestattet. Normalerweise solche Brotdosen, die nehmen so viel Platz weg. Und dann das hast du immer diese riesen XXL-Schublade in der Küche, die voll ist mit Dosen, die ja einfach reingeschmissen werden, weil du kannst die nicht ordentlich wegräumen. Hm. Die aber schon, die sind ganz ordentlich zusammenzufalten, übereinander zu stapeln. Und deswegen eine super Sache. Jetzt haben sie endlich mal Platz auch für ganz viele Dosen. Auch das Grün gefällt mir sehr gut. Das sieht ja total hip aus, sage ich mal. Und es ist wirklich viel, viel Platz auf kleinstem Raum. Das habe ich noch nie gesehen, so zusammenfaltbare Vorratsdosen. Hab ideal auch natürlich gefreut. Auch, um mal sein Mittagessen mitzunehmen, sind natürlich Spülmaschinen und Mikrowellen fest. Oben ist so ein Ventil drauf, ne, dass da eben kein Druck entsteht. Mhm. Ja, genau, richtig. Gut erkannt. Wusste deswegen kannst du es in die Mikrowelle stellen. Toll. Das Vierer-Set Aufbewahrungsbehälter kostet nur 15 Euro mit der Bestellnummer ZX6532 und der 569. Schau mal, wie schick die aussehen. Da sieht das Essen dann natürlich auch nochmal deutlich appetitlicher aus. Da gibt es ja die furchtbarsten Farben bei diesen Aufbewahrungsboxen. Und wie gesagt, super praktisch, weil man die einfach zusammenfalten kann. Ich kenne das auch so, in der Schublade hat man so seine paar Vorratsdosen, bis man dann den passenden Deckel zur Dose gefunden hat. Ja, auch das. Das ist immer so eine Sache, ne? Schmeißen Sie alle weg, holen sich die hier. Sie machen damit wirklich alles richtig und zu dem Preis können Sie auch gerne mehrfach bestellen. Das war unser Aufbewahrungsbehälter. Wir machen weiter mit einer eierlegenden Wollmilchsau. Ich sag's mal so, es schlägt wieder 15. Bedeutet das viele Funktionen in einem Produkt und das macht so super gerade für unterwegs und gerade für diese heißen Sommertage. Schauen wir es uns mal genauer an. Im ersten Moment, und das sehen wir auf den ersten Blick, haben wir hier einen Ventilator. Hier vorne sehen wir das Zeichen direkt und das mutet auch an wie ein klassischer Ventilator, den ich hier aufstellen kann, den ich aber auch aufhängen kann. Moment, so, da ist der Haken, kann ich auch aufhängen, da habe ich eine schöne Brise von oben, kann es aber auch mit einem Magneten anheften, zum Beispiel mal am Wohnmobil außen und habe jetzt nicht nur einen Ventilator, sondern auch ein helles Licht, das ich einstellen kann. In unterschiedlichen Lichtgeschwindigkeiten, wollte ich schon sagen. In unterschiedlichen Leuchtstärken. Oh, herrlich. Und eine dritte Funktion habe ich hier noch. Ich sehe hier einen kleinen USB-Steckplatz, das heißt eine Powerbank habe ich auch noch mit dabei. Also fürs Camping super, für unterwegs beispielsweise am Baggersee, ne, wenn es auch mal ein bisschen länger und ein bisschen später wird, weil es so schön warm ist, habe ich das Licht noch da. Also wirklich
tolles Produkt, muss ich sagen. Vor allem das Licht, das ist auch so schön hell, ne? Ja, ich finde es klasse, weil es auch wieder so klein und handlich ist, dass man es mal eben in der Handtasche mitnehmen kann, in der Sporttasche, im Rucksack. Da ist wirklich einfach Platz dafür. Und dann hat man hier eben die kühle Brise, wenn es mal zu heiß ist. Man hat Licht, wenn es mal zu dunkel ist. Und kann sogar noch seine Mobilgeräte wieder aufladen. Das ist ja wirklich genial hier. 15 Euro ist auch ein Hammerpreis dafür. Wir hätten das am Wochenende gut brauchen können. Da haben wir so eine Weser Schifffahrt gemacht. Oh ja. Da war natürlich bullenheiß. Ne? Und wir hatten keine Ventilatoren dabei, den kann man hier ganz einfach mitnehmen. Aber noch so viele andere Funktionen, deswegen sagte ich, eierlegende Wollmilchsau hier. 15 Euro dürfen Sie gerne bis zu 5-mal bestellen mit der ZX 6379 und der 569. Magnetisch natürlich auch klasse, wie du gesagt hast, mal am Wohnmobil oder Wohnwagen festmachen. Da ist ja auch heiß jetzt im Sommer. Das, also manchmal habe ich da Mitleid mit denen, wenn man die so sitzen sieht da in der Sonne. Das ist schon anstrengend. Aber wir haben natürlich immer noch nicht Schluss. Es geht noch weiter und schlägt wieder 15. Bevor nämlich Schluss ist, haben wir noch ein letztes Produkt-Highlight für Sie für nur 15 Euro. Es ist eine 2-in-1 Akku-Salz- und Pfeffermühle. Das heißt, wir sparen uns jetzt eine Mühle, weil wir beides in einem Gerät haben. Das ist also kein Zweier-Set, nein, sondern wir haben hier eine Zwei-Kammern-Technologie. Und das bedeutet, per Knopfdruck kann ich hier ganz einfach auswählen, möchte ich Salz oder möchte ich Pfeffer oder möchte ich beides parallel? Mhm. Ich habe noch nie ausprobiert, ob das parallel geht. Aber Sie haben beides in einem Gerät. Hier sehen Sie S für Salz, P für Pfeffer. Genau das Gleiche sehe ich hier hinten. P für Pfeffer, S für Salz. In den zwei Kammern kann ich das entsprechend einführen. Und dann kann ich das ganz einfach hier in dem Mahlgrad, den ich haben möchte, das können Sie nämlich einstellen per Drehmechanismus, kann ich hier meinen Pfeffer mahlen mit Licht sogar. Sehen Sie das? Boah. Das heißt, ich sehe immer ganz genau, wie viel auf meinem Teller landet oder in dem Gericht. Also eine super Sache, muss ich sagen. Und schick vor allem, oder? Ja, sieht sehr stilvoll aus. Finde ich auch viel, viel schöner, wenn man das mal auf dem Tisch platziert, ja, als diese herkömmlichen Pfeffer- oder Salzstreuer, die man so im Supermarkt kauft. Und hier ist das wirklich clever durchdacht. Hier muss man nur einmal draufdrücken und schon kommt hier eben die gewünschte Brise raus. Man kann es auch noch einstellen, finde ich auch super. Und dass es auch noch die Beleuchtung gibt, ist wirklich perfekt. Gerade wenn man vielleicht auch abends im Dunkeln draußen sitzt, da sollte man ja immer sehen, wie viel man hier verwendet, aber 2 in 1 nimmt dann auch weniger Platz weg. Also es ist wirklich hervorragend und man kann es auch ganz einfach hier hinten einfüllen. Das habe ich auch schon herausgefunden. Zack. Und ja, dann ist einfach kann man es im Betrieb nehmen. Ne? Ist total super. Ja. Also finde ich auch. Auch gerade beim Kochen ist diese Einhandbedienung mit den Knöpfen im oberen Teil super praktisch, weil du hast wahrscheinlich schmutzige Finger oder ähnliches und willst nicht die ganze Pfeffermühle so ankrabbeln und dann drehen müssen mühselig. Nee, wir drücken hier einfach nur ein Knöpfchen mit einer Hand. Ich muss nicht, also meistens das eine geht ja mit dem anderen einher. Wenn ich würze, dann würze ich meistens mit Pfeffer und mit Salz. Ich spare mir einen Handgriff, weil ich beides in einem Gerät habe. Und dann auch noch so stilvoll akkubetrieben bedeutet, ich kann es ganz einfach wieder aufladen. Ladekabel ist mit dabei. Mit einem USB-Stecker und mit einem entsprechenden Netzteil können Sie das dann ganz einfach wieder aufladen und wunderbar auch mal auf dem Tisch präsentieren. Du sagst es, also wirklich genial für 15 Euro. Ach, guck mal, so ein leckerer Salat, der ist doch herrlich. Mit Salz und Pfeffer kann sich jeder selber je nach Lust und Laune nachwürzen. Ich finde auch immer so Salz und Pfeffer, wenn die frisch gemahlen sind, dann haben die noch mal ganz anderes Aroma, als wenn das dann gemahlen schon, was weiß ich, wie lange in irgendeinem Behälter ist. Ja. Hier kann man das ganz frisch sich selber machen. Die Bestellnummer für diese Salz- und Pfeffermühle, also beides in einem Gerät, ist die ZX6482 und die 569. Ob es mal für einen Salat ist, ob es mal zum Kochen ist oder beim Grillen. Ja. Ist doch auch super, ne? Wenn man schön gemütlich draußen sitzt, so schummriges Licht, Licht ist auch noch drin, haben Sie hier genau das Richtige. Tolle Sendung, Rebecca, hat Spaß gemacht. Jetzt sind Sie dran, ran ans Telefon.